Ja gut, Tag allerseits. Schön, dass ihr immer noch bzw. wieder mit am Start seid. Wir sind auch noch da. Hier ist Loi. Hallo. Und meine Wenigkeit. Wir hatten ja bei Update Deluxe schon das Vergnügen und da hatten wir dein neues Video, News, in der Sendung. Du hast schon über den Song erzählt, dass du so eine Ode an die Liebe und sehr, sehr positiver Song. Und was mir aufgefallen ist, du hast ja dann auch gesagt, dass Blinding Lights, dein Cover, in Brasilien erfolgreich ist. Und da kann man, glaube ich, ein bisschen die Brücke zum Video von News schlagen, weil es ist ein Influencer-Pärchen in diesem Video. Wer ist es und was hat es mit Brasilien zu tun? Also, das ist eine total verrückte Geschichte irgendwie. Ich habe News geschrieben und in dieser Woche ist auf einmal mein Instagram explodiert. Ich habe ganz viele Nachrichten bekommen, weil es gibt in Brasilien so ein Big Brother Konzept einfach. Ja. Und da war so ein Mann und eine Frau drin und das ist dieses Pärchen. Und der Mann davon ist frühzeitig ausgeschieden und hat aber in seinem Reel auf Instagram meinen Song I Follow hinterlegt. Und so ist dann I Follow auch irgendwie in Brasilien so sehr angekommen, würde ich sagen. Ja, und es ist echt crazy. Es kam so schnell und irgendwie aus dem Nichts, wenn man nicht damit gerechnet hat. Und jetzt habe ich auch eine ganz gute Community in Brasilien. Das ist sehr schön. Und die beiden sind dann eben auch in dein Video zu News reingeschnitten. Genau. Ne? Also Doc Shu heißt er, ne? Genau, er ist so ein MMA-Fighter. Ja. Und sie ist eine Ärztin. Genau. Amanda Mereyes. Yes. Ja. Ich finde das faszinierend, weil du hast es ja von deiner Seite auch überhaupt nicht beeinflusst oder forciert. Du hast nur diesen Song gemacht und Batsch. Ja. Und ich habe mich schon gewundert, warum unter deinen Videos so krass viele Kommentare auf Portugiesisch sind und immer die brasilianische Flagge. Mhm. Und dann habe ich da mal so ein bisschen nachgeguckt und so kommt es dann halt. Voll. Es geht manchmal einfach sehr schnell und unerwartet, aber ich finde es sehr, sehr schön. In dem Zusammenhang wollte ich eh mit dir drüber reden. Es ist ja gar nicht so super selbstverständlich, dass deutsche Künstlerinnen auf Englisch singen. Mhm. Und jetzt, du machst es ja schon von Anfang an. Und was man halt merkt, ist, dass du Fans in ganz, ganz vielen Ländern hast, dass sehr, sehr viele Sprachen in den Comments sind unter deinen Videos. Also Kroatisch, Polnisch, eben wie erwähnt, Brasilianisch, Englisch, whatever, you name it. War das schon von Anfang an so? Nee, auf keinen Fall. Ich glaube, das hat sich einfach über die Jahre so ein bisschen entwickelt. Also natürlich angefangen hat es mit meiner ersten Single, I Follow. Mhm. Und die war, glaube ich, hauptsächlich einfach in Deutschland. Aber ich glaube, viel kam auch einfach durch TikTok, dass da einfach sehr viele Länder, das Video kann ja überall landen, so auf TikTok. Und ich mache schon immer einfach englische Musik und habe deswegen auch schon immer irgendwie englische Untertitel oder wenn man auf die Videos was schreibt, das auch einfach auf Englisch gemacht, weil ich schon immer irgendwie die Welt wollte. Also ich wollte schon immer die Welt mit meiner Musik begeistern, irgendwie berühren. Genau, und das war schon immer mein Ziel, deswegen habe ich es immer auf Englisch gehalten und ich glaube, dann ist es auch einfacher, so ein bisschen paar Länder außerhalb von Deutschland jetzt irgendwie zu erreichen. Kannst du denn sagen, wo du außerhalb von Deutschland und vielleicht jetzt Brasilien neuerdings die meisten Fans hast? Also Brasilien ist schon sehr oben mit dabei. Ist ein Riesenland, auch klar. Ja. Genau, Brasilien, Italien, England sind wir auch. Ich glaube, so die drei sind am meisten. Schweiz, aber ja. Meines Ding ist, deine Musik, die klingt ja absolut unkartoffelig, ne? Also wirklich sehr, sehr international. Und man könnte jetzt, wenn man die Songs hört, gar nicht sagen, so, wo du genau herkommst, weil du halt auch so komplett akzentfreies Englisch dann auch noch hast. Wie kommt das? Ich habe eigentlich keine Ahnung. Ich glaube, ich bin sehr gut darin, Sachen zu hören und sie genauso wiederzugeben. Ich bin einfach, wie gesagt, mit englischer Musik aufgewachsen. Wenn ich Filme schaue, schaue ich die auf Englisch.
Meine Idole sind einfach aus England, UK. Und ich glaube, dass das einfach ganz viel Einfluss war und ich so irgendwie die Sprache so und den Akzent so ein bisschen angenommen habe. Und ich liebe diesen Akzent und ich liebe diese Sprache. Deswegen hat mich das immer schon sehr inspiriert und glücklich gemacht. Und deswegen ist das, glaube ich, einfach so gekommen. Wir haben, im Vorfeld haben wir uns kurz unterhalten und da habe ich dich gefragt, ob du noch in Mannheim lebst. Du bist in der Nähe von Mannheim in so einem kleinen Ort aufgewachsen, ne? Genau, ja. Und weil du ja beruflich gerade viel in Berlin bist, wie alle Leute, die Musik machen, habe ich dich halt gefragt, ob du dann irgendwann mal nach Berlin ziehst, wie es alle tun. Und dann hast du gesagt, nee, kannst du dir nicht vorstellen, wenn aus Mannheim oder aus der Ecke weg, dann eher noch nach England. Mhm. Und zieht es da auch wegen der Musik und wegen der Sprache hin? Auf jeden Fall. Ich fühle mich einfach, ich war im Januar, war ich dort und es ist so direkt, ich bin an diesem Flughafen angekommen und ich war in meinem Kopf so, ich bin zu Hause. Ich habe noch gar nicht viel gesehen, aber ich war im Flughafen und ich war so, weiß nicht, ich fühle mich so wohl irgendwie dort. Ich liebe die Kultur, ich liebe die Sprache, ich liebe die Menschen. Ja, ich finde es einfach sehr schön und ich glaube, dass dieses Musikmachen dort auch einfach sehr inspirierend ist und es ist einfach ein anderer Vibe, wie auch jetzt irgendwie in den USA oder so. Aber einfach nochmal anders und so ein bisschen heimischer. Interessant, dass du das sagst. Also, weil eigentlich könntest du ja jetzt eine Welttour machen. Weiß ich jetzt nicht. Also, wenn man es jetzt mal so schön inventurmäßig macht, wo man dich jetzt schon überall kennt, dann eigentlich spricht überhaupt nichts gegen eine Welttour. Ja, vielleicht, also vielleicht, aber dann auf jeden Fall noch sehr, sehr klein gehalten. Und nach England wird es ja sowieso super passen, weil Löwenherz hat da eine gewisse Tradition. Ja. Genau, das kommt ja daher so, das war dein Spitzname als Kind, ne? Genau, Löwenherz, meine Mama hat mich immer so genannt. Ja. Und daher kommt ja auch dein Künstlerinnenname. Genau. Meine Mama hat mich immer Leonie Löwenherz genannt. Ich weiß auch gar nicht warum. Wahrscheinlich einfach, ich glaube, ich bin sehr, das ist immer so blöd, über sich selbst zu sagen, aber ich glaube, ich bin ein sehr herzlicher Mensch. Und genau, ich habe dann überlegt, wie ich mich denn irgendwie nenne, weil ich wollte was Kurzes, Knappes und sowas Einsilbiges irgendwie. Ja. Und dann Löwe heißt in der Fabel Leu, wird glaube ich aber L-E-U geschrieben. Ja. Und ich habe es dann an meinen Namen angepasst. Das L genommen, E weggelassen, O genommen. Mhm. Und so kam dann Leu raus. Verstehen Sie auch überall auf der Welt, Leu? Kann man aber also ich wurde auch schon oft, gerade am Anfang, irgendwie so Leo oder L-O-I einfach angekündigt. Und wenn man das I nur als Einstrich macht, dann hast du ja auch LOL. Auch irreführend. Auch schwierig. Mhm. genau, aber mittlerweile ist es, glaube ich, ganz, läuft es, glaube ich, ganz gut. Ja, also ist auf jeden Fall prägnant. Ja. Und können sich alle Leute gut merken. Wenn man jetzt mal seinen Werdegang so ein bisschen nachzeichnet, also du hast ja gesagt, du hast schon als Kind gesungen, bist schon sehr jung auf der Bühne gestanden. Und bist dann bei einem Schulgesangswettbewerb, da warst du gerade mal 13 oder so, ne? Oder noch jünger? Kann sein. Ich glaube, ich war in der 5. Klasse oder so. Ja. Also könnte schon. So um den Dreh? Ja. Und den hast du gewonnen. Und dann, das erste Mal hat man dich so im Fernsehen zur Kenntnis genommen, 2017, genau, bei The Voice Kids. Und da hast du es bis ins Finale geschafft. Da warst du ungefähr so 14, ne? Genau. Was hast du denn aus The Voice Kids mitgenommen? The Voice war eine krasse Erfahrung, würde ich sagen. Ich war 14, wie du schon gesagt hast. Und ich glaube, mit 14 im Fernsehen zu sein, das war so der erste richtige Auftritt und da waren ganz viele Leute. Und das ist schon krass, auch sehr, man kriegt einfach sehr viele Eindrücke und man ist so, mein Gott, richtig cool und es ist schon immer das, was ich wollte und es hat mich auf jeden Fall, ich sage immer, es war so ein bisschen wie so ein Praktikum, weil ich durch The Voice einfach wusste, okay, ich möchte auf die Bühne, ich möchte das wirklich machen. Genau, also es hat mir sehr, sehr viel gebracht in dem Sinne, dass ich einfach wusste, okay, ich gebe jetzt alles, dass ich das irgendwie weitermachen kann, ja, weil es mir so viel Spaß gemacht hat.
Dann bist du aktiv geworden auf TikTok, hattest dann schon bald Riesenerfolg, unter anderem mit deiner Blinding Lights Coverversion, dann diesem legendären gesungenen Pfannkuchenrezept. Fantastisch. Und dann hast du 2021 den Titelsong zum Kinofilm Ostwind gemacht, genau. I Follow. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Und dann 2022 der Durchbruch mit Gold. Als der Song geschrieben wurde, hattest du da schon so ein bisschen das Gefühl, dass der knallen könnte? Boah, das ist immer so schwer zu sagen. Ich glaube nicht. Also alle sagen immer, ich habe auch schon ganz viele Interviews eben gesehen, wo alle sagen, ja, wir haben den geschrieben und wir wussten direkt, das wird was so. Ja. Das Gefühl hatte ich nicht so. Also ich habe es natürlich gehofft, wie bei jedem anderen Song, den ich davor released hatte. Und er ist auf jeden Fall was anderes wie die anderen Songs gewesen. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, okay, zu 100% wird der jetzt irgendwie abgehen oder so. Das gar nicht. Ich fand den Song einfach sehr überzeugend. Ich mag den Song einfach. Ich kann dabei irgendwie abgehen und so. Deswegen hofft man natürlich immer, wenn man irgendeinen Song release, dass der abgeht. Ja, aber ich war sehr, ich würde nicht sagen überrascht, aber mich hat das auf jeden Fall sehr gefreut. Ja. Was man feststellen kann, ist auch bei deiner neuen Single News, ist, dass einem deine Songs ein sehr, sehr gutes Gefühl geben und so positiv entlassen. So, ist dir das wichtig, dass das so die vordergründige Message deiner Lieder ist? Ja, auch. Ich fühle mich mit beiden Songs sehr wohl. Also sei es jetzt irgendwie News und Gold, die eher so sehr happy sind und sehr positiv, aber auch ein I Follow, ein Melody, so die Balladen, die einfach wirklich auch ein bisschen deep sind und so. Das singe ich auch einfach sehr, sehr gerne. Ich finde, man sollte, also so mache ich's, es gibt nicht immer im Leben nur tiefe Seiten und nur schlechte Seiten und es gibt nicht immer nur gute Seiten. Das will ich so ein bisschen mit all den Songs, die ich irgendwie release, zeigen, dass es immer zwei Seiten gibt. Es gibt gute und schlechte Zeiten und warum sollte man nur über die schlechten Zeiten irgendwie schreiben, wenn man den Menschen auch Freude irgendwie bringen kann. Ich meine, du bist ja auch noch relativ am Anfang deiner Karriere. Ich meine, du bist jetzt Anfang 20? Ja. Also da kommt ja noch ganz, ganz viel von dir, sind wir uns sicher. Wenn du jetzt mal so den Status quo jetzt mal so begutachtest, du warst im Fernsehen bei The Voice Kids, du hattest mit Gold und jetzt auch mit News Songs, die auch total erfolgreich im Radio sind. Du bist extrem erfolgreich auf den Socials, vor allen Dingen TikTok. Kannst du denn sagen, woher dich die meisten Leute kennen? Ich glaube, so Leonie kennt man von The Voice. Loy kennt man hauptsächlich durch Social Media, glaube ich, weil das da so angefangen hat. Ja. Und jetzt aber auch, glaube ich, hauptsächlich durch Gold. So. Ja, ich glaube, ich würde sagen eher Social Media und TV vielleicht. Ja. Ja. Ich finde es faszinierend, weil weil wir vorher schon gesagt haben, dass du so aus allen möglichen Ländern Leute hast, die dich kennen und die dich gut finden, dass es halt jetzt einfach so ist, dass es nicht mehr so lokale Zirkel gibt und junge Leute, die sich nur auf ihr Land fokussieren, sondern dass es halt einfach so weltjunge Leute gibt, ne? Wo es vollkommen egal ist, woher die kommen und die sich dann auch entsprechend vernetzen. Würdest du sagen, du bist aus einer Generation, für die das eine totale Selbstverständlichkeit ist und wo es auch wirklich egal ist, welche Sprache man spricht und woher man kommt? Meinst du jetzt wegen Social Media und so? Auch, ja. Oder wenn du reist auch so? Voll. Also ich bin mit Social Media, würde ich sagen, irgendwie aufgewachsen. So. Und das, was ich einfach schon immer wollte, war Musik an den Leuten zu zeigen, meine Geschichte den Leuten zu zeigen. Und ich finde, gerade durch Social Media kann man einfach alle irgendwie, man kann mit allen connecten und man kriegt direkt das Feedback und man ist so direkt, es ist egal, ob es jetzt aus Deutschland, aus Italien, Polen oder so Leute sind, alle sind wegen einem bestimmten Grund da und das ist wegen der Musik. Und das finde ich eine sehr schöne Vorstellung,
Und ja, das freut mich sehr. Eine Sache eint alle Leute, egal wovon sie kommen, aus welchem Land. Deine deepen Songs, deine Balladen bringen Menschen zum Weinen. Du mit deiner Stimme und deinen Emotionen. Ist doch schön eigentlich, oder? Voll, voll. Ich wollte schon immer Emotionen auch irgendwie auslösen bei Menschen. Das bei Live auch immer, wenn ich auf der Bühne stehe und ich sehe dann gerade die erste Reihe, durch die Lichter sieht man meistens nicht so die hintersten Reihen, aber gerade die erste Reihe, wenn ich dann meine Balladen singe, dann fließen schon auch mal Tränen und das tut mir dann im Moment irgendwie immer sehr leid. Ich bin immer so, nicht, dass du dann noch mitweinst. Ja, ist auch schon mal passiert. Aber die fangen dann an zu weinen. Ich im ersten Moment immer so, oh nein. Aber im zweiten Moment ist es dann so, okay, ich habe die gerade berührt. Ja. Und ich habe die gerade irgendwie eine Emotion ausgelöst. Und man verarbeitet ja auch so viel mit Weinen und mit Musik einfach. Und das ist sehr schön irgendwie zu sehen auch irgendwie. Finde ich auch. Ja. Was hören wir denn von dir in nächster Zeit noch so? Was sind so die Pläne für dieses Jahr und perspektivisch? Also, ich bin als ersten Punkt sehr viel unterwegs gerade, wo ich auch sehr happy darüber bin, aber es ist auch sehr anstrengend. genau, ich spiele auf vielen Festivals, ich spiele ein paar Shows. Mhm. Da freue ich mich sehr drauf, weil eine Bühne ist das Beste, was man mir geben kann. So, da brenne ich für. Genau, und ich werde natürlich noch ein paar Songs releasen und ja, viele fragen mich auch immer, kommt bald ein Album und so. Ja. wir denken darüber nach, also ja, wir denken auf jeden Fall drauf rum, aber es ist noch kein irgendwie festes Datum da oder so, genau. Kein Stress. Ja. Wir beobachten das weiter und freuen uns immer, wenn du was Neues rausbringst. Sehr gut, danke. Du kannst jederzeit wieder vorbeischauen. Dankeschön. War mir eine große Freude. Vielen mir Dank. Mir auch, dankeschön. Danke auch an euch fürs Zuschauen. Das war Loi. Tschüss.